Liebe Grüße, ich hoffe, Sie haben allen einen wunderschönen Tag. Wir sehen es überall um uns herum. Wir sehen es in der Politik. Wir sehen es im Fernsehen. Wir sehen es in sozialen Netzwerken. Kalen Mitchell weist darauf in seinem neuesten Artikel mit dem Titel »Seien Sie vorsichtig mit Ihren Worten« hin, wo er am Anfang Folgendes schreibt. In der heutigen Welt sind die sozialen Netzwerke das Größte. Die Menschen sitzen vor ihren Bildschirmen und können posten, was immer sie wollen. Viele dieser Beiträge sind von Hass und Hetze erfüllt. Die Worte, die hierbei verwendet werden, sind oftmals grausam und erniedrigend und entbehren jedweder Empathie oder Liebe. Lassen Sie mich auch Heuchelei und Vermutungen hinzufügen. Dinge, die über andere gesagt werden. Regeln, die in der Erwartung aufgestellt werden, dass alle sie befolgen werden. Doch nicht alle tun dies. Ein gutes Beispiel sind Machthaber, die die Einhaltung bestimmter Regeln und Auflagen fordern, diese dann aber selbst brechen. Ein konkretes Beispiel: die Maskenpflicht. Heuchelei vom Feinsten. Regierungsführer sagen uns, dass wir sie zu jeder Zeit tragen müssen, und dann werden sie dabei erwischt, wie sie sie selber nicht tragen. Die Ausreden der Angeklagten, die dann folgen, sind lächerlich. Heuchelei ist auch etwas, das wir oft in der Kirche erleben, wo Gott ausdrücklich befiehlt, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Eine heuchlerische Situation ist eine Situation, in der jemand vorgibt, etwas zu glauben, was er nicht wirklich glaubt, oder was das Gegenteil von dem ist, was er zu einem anderen Zeitpunkt tut oder sagt. Ein gutes Beispiel ist Lukas 6, Verse 41 und 42. Lukas 6, Vers 41. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir keine Heuchler sind. Und wir müssen uns zuerst selbst prüfen. Es kann sehr einfach sein, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen, wenn wir die Fehler sehen, die sie begehen, aber nicht erkennen, dass wir uns möglicherweise auch des Gleichen schuldig gemacht haben. Niemand ist perfekt. Sicher, wir tun vielleicht nicht genau das, was andere tun, was in Gottes Augen falsch ist, aber wir alle sündigen, auf verschiedene Weise. Dies ist ein ernsthaftes Problem und Christus macht dies als Warnung an die Heuchler sehr deutlich. Berühmte Stelle Matthäus 23, angefangen Vers 1. Wir lesen bis 13. Matthäus 23, Vers 1. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Vers 4. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern.
dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Vers 8. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Vers 9. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist eure Lehre, Christus. Vers 11. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wehe euch, Vers 13, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Und dann weiter in Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Sie taten das absolut Minimum, aber es kam nicht von Herzen. Weiter in 24. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch, 27, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchtigen Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie volle Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr von und vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Missetat das Gesetz. Vers 29. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und schmückt die Gräber der Gerechten und sprecht. Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Vers 32. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Ottern gezischt, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis ertrinnen? Christus alberte nicht herum und wir konnten sehen, was für eine ernste Angelegenheit dies war. Und wenn man sich nicht um dieses Problem kümmert, könnte es einem zum Tode führen. Als Christus richtete, war es ein faires und gerechtes Urteil, das auch von Gott inspiriert war. In Johannes 5, Vers 13 können wir das lesen. Johannes 5, und Vers 30. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann auch weiter in Kapitel 8, Verse 15 und 16. Er richtete nicht nach dem Fleisch auf diese Weise hier. Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Und wir sollten auch nicht nach dem äußeren Erscheinungsbild urteilen, was oft zu Ungerechtigkeit führt. Kapitel 7, Vers 24. Johannes 7, Vers 24. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Beurteilen Sie ein Buch nicht nach seinem
Einband. Sie sollten den Wert von etwas nicht allein nach seinem äußeren Erscheinungsbild beurteilen. Hier in Amerika muss man 21 Jahre alt sein, um Alkohol zu kaufen. Manchmal werde ich immer noch gebeten, meinen Ausweis zu zeigen, je nachdem, was ich anhabe oder wie ich aussehe, oft in einem Muscle Shirt und Basketball Shorts. Aber wenn ich einen Anzug trage oder schick gekleidet bin und dann zum Beispiel ein Sportgeschäft betrete, werde ich mit einem Manager verwechselt, was auch schon vorgekommen ist. Und da spiele ich einfach mit. Aber hat jemand schon einmal angenommen, dass Sie etwas sind, was Sie nicht sind? Basierend auf Ihrem Aussehen? Mit wem Sie zusammen sind oder wo Sie sich befinden? Sehen Sie nun, wozu solche Annahmen führen können. Gehen Sie nicht von etwas aus, wenn Sie nicht alle Fakten kennen. Wen sollen wir richten? Jakobus 4, Verse 11 und 12. Sehen wir die Antwort. Jakobus 4 und Vers 11. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Vers 12. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Wie viel klarer kann es noch sein, warum wir nicht als Geschworene dienen sollten? Waren Sie jemals in einer Situation, in der Sie jemanden falsch eingeschätzt haben, in der Sie sich von irreführenden Annahmen überwältigen ließen? Ich möchte die folgende Geschichte mit Ihnen teilen mit dem Titel Der Keksdieb. Habe ich mal vor vielen Jahren im Internet gefunden, aber auch interessant. Und so fängt es an. Eine Frau wartete eines Abends an einem Flughafen, mehrere Stunden von ihrem Abflug. Sie suchte in den Flughafengeschäften nach einem Buch, kaufte eine Tüte Kekse und fand einen Platz, um sich niederzulassen. Sie war in ihr Buch vertieft, sah aber beiläufig, dass der Mann, der neben ihr saß, so frech wie es nur ging war, er schnappte sich ab und zu einen oder zwei Kekse aus der Tüte, was sie zu ignorieren versuchte, um eine Szene zu vermeiden. Also mampfte sie die Kekse und beobachtete die Uhr, während der mutige Keksdieb ihren Vorrat verkleinerte. Und sie wurde immer irritierter, als die Minuten verstrichen und dachte, wenn ich nicht so nett war oder nett wäre, würde ich ihm ein blaues Auge verpassen. Jedes Mal, als sie einen Keks nahm, da nahm er auch einen. Und als nur noch einen übrig war, fragte sie sich, was er nun wohl tun würde. Mit einem Lächeln auf seinem Gesicht und einem nervösen Lachen nahm er den letzten Keks und brach ihn in zwei Hälften. Er bot ihr die eine Hälfte an, während er die andere in seinen Mund steckte. Sie schnappte sie aus seiner Hand und dachte, oh Mann, dieses Typ hat Nerven und er ist auch unhöflich. Er zeigte nicht einmal Dankbarkeit dafür, dass ich meine Kekse mit ihm geteilt habe. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wenn sie sich das letzte Mal so geärgert hatte und seufzte vor Erleichterung, als ihr Flug aufgerufen wurde. Sie sammelte ihre Sachen zusammen und ging zu ihrem Gate, wobei sie sich weigerte, zu dem diebischen Undankbaren zurückzublicken. Sie stieg in das Flugzeug und ließ sich auf ihrem Sitz nieder und suchte dann ihr Buch, das sie schon fast komplett gelesen hatte. Als sie in ihre Tasche griff, schnappte sie überrascht nach Luft,
da war ihre Kekstüte direkt vor ihren Augen. Wenn meine hier ist, stöhnte sie verzweifelt, dann war die andere Tüte seine. Und er hatte versucht, sie mit mir zu teilen. Zu spät, sich zu entschuldigen, erkannte sie mit Trauer, und es wurde ihr klar, dass sie die Unhöfliche, die Undankbare und die Diebin gewesen war. Ist uns so etwas schon einmal passiert? Es mag den Anschein haben, dass wir uns eine Sache so sicher sind und dann erkennen wir, dass dies doch nicht der Fall ist. Wie oft hat unser Mangel an Vertrauen in uns dazu geführt, dass wir andere mit unseren egozentrischen Ideen unfair beurteilt haben? Nun, das kommt ziemlich oft vor, oder nicht? Und es gibt auch Warnungen für uns, wenn wir auf bestimmte Situationen reagieren, weil wir nicht nachdenken, bevor wir handeln, andere beschuldigen, obwohl wir vielleicht desgleichen schuldig sind. Wir werden für alles, was wir tun, Rechenschaft ablegen müssen. Lesen wir in Matthäus 12, Verse 33 bis 37. Matthäus 12, angefangen Vers 33. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Ottengezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Jedes unnützte Wort bedeutet, dass wir für jedes nachlässige, gedanklose und nutzlose Wort, das wir sprechen, beurteilt werden. Wie gehen wir mit einer Sache um, indem wir nicht mit unseren Worten verletzen? Sprüche 20, Vers 22. Sprüche 20, Vers 22. Sprich nicht, ich will Böses vergelten. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Wir sollen keine rachsüchtigen Menschen sein, die die Dinge in unsere eigenen Hände nehmen. Denn das könnte dazu führen, dass wir bereuen, etwas getan oder gesagt zu haben und dass wir wünschten, wir hätten es nicht getan. Ein Beispiel, Psalm 15, Vers 1 bis 5. Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und recht tut und redet die Wahrheit von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Und Verbreitung schädlicher Informationen an andere. Sprüche 16, Vers 27. Sprüche 16, Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und auf seinen Lippen ist's wie brennendes Feuer. Und dann weiter in Kapitel 17, in Vers 9. 17, Vers 9.
Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde unreins. Wenn wir diese Schriftstellen lesen, denken wir dann an uns selbst oder denken wir an jemand anderen, der sich dessen schuldig gemacht haben könnte, und zeigen mit dem Finger auf ihn? Wir mögen uns denken, oh, das bin ich nicht. Ich mache das nicht. Ich denke nicht so. Aber es ist die andere Person, die sich dessen schuldig gemacht hat. Wenn wir denken, dass dies nicht auf uns zutrifft, dann liegen wir sehr falsch. Das tut es sehr wohl. Denken, bevor wir sprechen. Sprüche 15, Vers 28. Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist, aber der Mund, der Frevler, schäumt Böses. Durchdenken Sie Dinge ist wichtig. Antworten Sie nicht zu schnell. Lesen wir Jakobus 1, Vers 19 und 20. Jakobus 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 20. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Wie reagieren wir, wenn etwas über uns gesagt wird? Und das kommt auch viel. Prediger, Vers 7, Vers 21 und 22. Prediger 7, Vers 21. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Und es kommt eine Zeit, in der wir unsere Stimme erheben müssen, denn wir müssen uns für die Wahrheit einsetzen. Es gibt auch eine Art und Weise, wie wir uns verhalten sollten, was wir sagen sollten und was nicht. Epheser 4, angefangen Vers 25. Und wir lesen bis 32. Epheser 4, angefangen Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Versuchen sie, sich möglichst sofort zu versöhnen. Wut zu hegen führt zu noch mehr Wut. Vers 27, und gibt nicht Raum dem Teufel. Warum? Weil negative Gedanken zu schlechten Träumen führen können. Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 31. Alle Bitterkeiten, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das ist der alte Mensch, den wir hinter uns gelassen und begraben haben. Und in 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Denn wir sind jetzt der neue Mensch. Richte gerecht und enthalte dich des Urteils. Ein unangemessenes Urteil können wir in Matthäus 7, Vers 1 und 2 lesen. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wer
Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es ist zu unserem eigenen Wohl, dass wir andere nicht richten, damit wir selbst nicht gerichtet werden. Das Urteil, das wir vermeiden wollen, ist verurteilend, hart und unversöhnlich. Und wenn wir das Richten vermeiden, insbesondere unfaires Richten, zeigen wir Barmherzigkeit. Lukas 6, Vers 36. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Dies wird als barmherzig oder barmherziges Verhalten angesehen. Wir sind nicht perfekt und sollten verstehen, dass unsere Wahrnehmung anderer unvollkommen ist, denn wir kennen vielleicht nicht alle Details, alle Fakten, und auf dieser Grundlage wollen wir ein ungerechtes Urteil verhindern. Wir sollten auch eine versöhnliche Haltung einnehmen. Beachten Sie auch, warum Christus gesandt wurde, in Johannes 3, Vers 17. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Er zeigte Barmherzigkeit, denn er wusste auch, dass Sünder kein Verständnis der Wahrheit hatten, und jeder, der jetzt nicht berufen ist, wird bei seinem zweiten Kommen die Möglichkeit haben, endlich zu verstehen, was die Wahrheit ist. Beachten Sie auch seine Antwort in Lukas 12, Verse 13 und 14, als er gebeten wurde, eine Urteilsentscheidung zu treffen. Lukas 12, Vers 13. Er sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Vers 14: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und dann noch weiter in 1. Korinther 5, Verse 9 bis 13. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vers 11. Vielmehr habe ich euch geschrieben: Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Vers 13, die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Können es nicht vermeiden, mit Sünden Umgang zu haben, aber wir dürfen sie nicht richten. Denn Gott ist derjenige, der richtet. Paulus hat dies mit Sicherheit verstanden, da er selbst ein Sünder war, bevor er zur Wahrheit gerufen wurde. Es mag schwierig sein, andere nicht zu verurteilen, besonders diejenigen, die schreckliche Verbrechen begangen haben, denn es liegt nicht an uns zu verurteilen, aber Gott wird es tun. Denn wir sollen die Sünde und das sündige Verhalten verurteilen, aber nicht den Sünder. Dies ist in dieser Welt sehr schwierig zu tun, denn die Welt ist voller Hass und die Gesetze dieser Welt sind nicht in der Lage, eine korrekte Bestrafung mit vielen verschiedenen Sünden zu rechtfertigen.
Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Gesetz des Menschen und dem Gesetz Gottes. Während Gott auf das Herz schaut und sich mit dem Geist des Gesetzes befasst, berücksichtigen die Gesetze des Menschen normalerweise nicht Reue, Vergebung und andere geistliche Faktoren, die Gott anerkennen würde. Beachten Sie das Beispiel von Christus, der auf das Herz des Angeklagten schaut. In Johannes 8, Verse 1 bis 11. Johannes 8, Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Vers 3. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Vers 6. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ruhig. Hat nicht sofort antwortet. Sie wollten ihn testen, um zu sehen, ob er sie richten würde. Vers 7. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, immer wieder, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Er hat eine lange Zeit da zu denken, stimmt, auch wenn wir in solche Situationen sind, da können wir einfach zu Gott beten: Gib mir die Antwort, was soll ich denn sagen? Denken zuerst. Vers 8, und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Vers 10. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Vers 11, niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er hat die Strafe nicht vollstreckt, aber das Gesetz aufrecht erhalten, indem er ihr sagte, sie solle nicht mehr sündigen. Wir als wahre Christen sollten bereit sein, anderen zu vergeben. Wir werden auch ermahnt, dies in unsere täglichen Gebete aufzunehmen. In Matthäus 6, Vers 12. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Schuldige sind auch Sünder. Wir sollen anderen ihre Sünden vergeben. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater euer Verfehlung auch nicht vergeben. Wie sollte die Haltung der Rechtschaffenheit und die Haltung gegenüber anderen sein? 2. Timotheus 2, Verse 24 bis 26. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt. Einer, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Die Zeit wird kommen, wenn die ganze Welt und auch wir für das, was wir getan haben,
und auch für unsere Werke gerichtet werden. Und Christus wird mit Gerechtigkeit richten im Psalm 98 und Vers 9. Psalm 98 und Vers 9. Vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Nun, Gottes gerechtes Gericht ist sehr, sehr gut zusammengefasst in Römer 2, Vers 1 bis 16. Römer 2, Vers 1 bis 16. Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Vers 3. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber, Vers 5, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die Streitsüchtigen sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Vers 9. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst den Juden und auch der Griechen. Vers 10. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Vers 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Vers 15. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen dazu, auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Es ist eine Herausforderung für uns, auf diese Weise zu leben, in einer Welt, wie wir sie heute erleben. Und während die Dinge um uns herum auf gottlose Weise eskalieren, was die Menschheit als akzeptabel bezeichnet, wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Deshalb müssen wir stark bleiben und das, was uns von Anfang an gelehrt wurde, konsequent durchsetzen. Gott ändert sich nicht. Sein Wort, die Bibel, ändert sich nicht. Sein Gesetz ändert sich nicht. Unser Potenzial, eines Tages Gott zu sein, ändert sich nicht. Der Mensch versucht, das alles zu ändern. Und das auf eine erfolgreiche Weise. Aber wir sind klüger und sollten nicht darauf hereinfallen. Und wir wissen auch, wer hinter all dem steckt, dass auch Satan sich nicht ändern wird und er
ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, das sich nicht ändern wird. Er will alle zerstören, besonders Gottes Volk. Während sich die Welt um uns herum weiter verändert, müssen wir sorgfältig Gottes Gesetz und seinen Plan für uns einhalten und uns nicht von Satan und seinen Tricks durch gottlose Menschen täuschen lassen, denn Gott wird uns gemäß unseren Werken richten.